Hi, hier ist Toni von Game of Loose. Willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen zurück zu diesem neuen Video. Und erstmal ein herzliches Willkommen im Jahr 2023. Das ist ja mein erstes Video dieses Jahr. Und ja, wir starten hier direkt heute mit einer Beta-Fishing-Box oder der Beta-Fishing-Box Januar, die ziemlich voll wirkt. Also die ist wirklich, ja, wenn man das mal hier anschaut, auch ziemlich dick, wölbt sich schon nach oben. Also scheint entweder was sehr Großes drin zu sein oder sehr, sehr viel drin zu sein. Ich hoffe, dass ich jetzt hier mich nicht täusche und nicht enttäuscht werde. So, also, dann reißen wir den Karton einmal auf. Ich bin echt sehr gespannt. Wie war euer Jahreswechsel? Habt ihr ein bisschen gefeiert? War es ruhig? Bei uns war es sehr ruhig. Oh mein Gott. Okay, Better Fishing Box XXL steht hier oben drin. Und, ja. fangen wir mal an. Ganz klassisch, wie ihr es bei mir gewohnt seid. Geil. Oh, sehr geil. Mit Terminal Tackle. Und zwar haben wir hier ein Tütchen mit Jigköpfen von BKK. Verschiedene Größen. Größe 5. Ah ne, das sind 5 Gramm, um Gottes Willen. 5 Gramm, 4 Gramm und 24 Gramm. Schaut es euch mal an. Also ein sehr großer, ein sehr, sehr kleiner und ein, ja, normal großer. Schauen wir gleich mal nachher auf den Zettel, welche Größen wir da haben. Und machen direkt weiter mit, was haben wir denn da? Evia, Schmieröl, ach, das ist bestimmt was für eine Rolle. Ja cool, wenn man ein bisschen die Rolle warten möchte und ein bisschen, ja, die Lauffähigkeit wiederherstellen möchte, das ein oder andere Kugellager vielleicht mal so ein bisschen schmieren möchte, kann man hier ein bisschen was, kann man selber ein bisschen Hand anlegen. Das wollte ich sagen. Dann sind wir bei Select, den Kraken in 1,8 Inch, scheint ein schöner kleiner Creature Bait zu sein, ein kleiner Mini-Krebs, 45 mm. Die Farbnummer ist die 900. Super Sand Shrimp, Eatable for Fish, Salt Inside und Extra Soft Eco-Friendly Material. Ihr seht einmal da die Form. Ja, so ein kleiner süßer Krebs. Und dann, ich hoffe, man sieht ihn jetzt ein bisschen durch das Fenster im Hintergrund. Es blendet schon wieder. Ist so schön, es liegt gerade Schnee. Ein bisschen natürliches Licht hier drin. Aber ja, blendet leider auch immer auf den Plastikverpackungen. Und finde ich cool, gerade jetzt in der Jahreszeit, eine sehr geile Geschichte. Dann haben wir, aye, na hört mal, ein Maps-Spinner, den Agila in der Größe 3, also eine Universalwaffe vor dem Herren. Na, so, Größe 3 geht auf so gut wie jeden Raubfisch. Barsch, Hecht, Döbel, Forelle, ich denke mal ein Zander, wenn er Bock drauf hat, nimmt den auch noch mit. Also von daher sehr cool. Schön auch in Silber. Mag ich sehr gerne. Wir hatten ja in der Xmas-Box auch einen Maps-Spinner mit dabei. Fand ich schon sehr, sehr cool. Und hier haben wir jetzt einen in Silber in der Größe 3. Gewicht steht jetzt hier gar nicht drauf. Oder? Nein, Made in France. Sehr geil. Es ist der beste Spinner überhaupt, finde ich. Es gibt so viele Spinner, aber Maps ist halt einfach ein Klassiker. Und von daher, denke ich, macht man hier so gut wie gar nichts mit verkehrt. Dann haben wir hier einen recht großen, wie heißt der denn bei Westin? Curlties? Na, da ist er einmal. Geile Farbe. So eine schöne, ja, ich weiß nicht, mal gucken, wie die heißt nachher. Ich blende es euch ja jetzt hier mit ein. Also ihr seht es jetzt hier unten in der Beschreibung. Aber die Farbe ist mega. Schöner dunkler Kopf, dann goldener Körper, ein bisschen Barschdekor, dann der Twisterschwanz. Killer für Hecht, würde ich sagen. Sehr große Zander, nageln sich die bestimmt auch sehr gerne weg. Schöne Gummimischung, die hält auch ein bisschen was aus. Die ganzen Glitzerflakes, mega gut, finde ich sehr, sehr cool. Geiler Köder. Schade, dass nur einer drin ist, aber vom Gewicht her auch schon eine relativ heftige Angelegenheit. Und dann gucke ich mir mal eben kurz den großen Jigkopf an. Den könnte man theoretisch nehmen. Ach, ich bin aber, denke ich, hier eher bei einem System, würde ich sagen, vorne reinschrauben, ein Drilling oder vielleicht zwei anbestellen, an dem Köder anbringen und dann war's das. Wir bleiben mal bei Westin und dann haben wir hier nämlich gleich den Networm Curl. UV Craw ist die Farbe, nehme ich an. 12 cm, 5 Stück sind drin. TPE-Material. Bedeutet, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, nicht mit anderen Ködern zusammenlagern. Und TPE ist auch, glaube ich, sehr, sehr, sehr flexibel. Ich hole mal raus. Den kann man eigentlich dann auch sehr, sehr lang ziehen. Also der hält halt auch sehr viel aus. Das ist immer eine ganz geile Geschichte. Ja, genau, ihr seht das schon hier. Ne? Das ist sehr, sehr, sehr flexibel. Der Köder geht dabei nicht kaputt.
hält dementsprechend auch ein paar Bisse mehr aus. Also gerade bei großen Gummis finde ich das immer sehr cool, weil einfach mein Hecht drauf scheppert oder ein paar Zanderbisse. So ein Kitec zum Beispiel Maß nehmen, dann ist der Kitec relativ schnell Geschichte. Aber auch Barsche, ja, wenn die schön dran rumzuppeln. TPE hält da deutlich länger. Wie gesagt, Nachteil ist, nicht mit herkömmlichen Gummiködern in eine Box packen. Das gibt Brei, Klumpen und das war's dann mit den Ködern. Daher am besten hier in dieser Tüte lassen und nicht in irgendeine Tacklebox schmeißen. Oder halt nur diese Köder ins Fach packen. Dann passiert da wenig bis gar nichts mit. Lure Junks ist mein nächster Köder. Oh Gott, der erste Köder, der mich hier anlacht. Ich flipp voll aus. Der Finisher in einer Better Fishing Box Sonderfarbe. Wir haben 12 cm oder 4,7 Inch Garlic geflavored und ja, die Farbe ist geil. Sieht so ein bisschen aus, ist das wie diese JN Night Farbe von Yoshi. Könnte man jetzt so denken. Schwarz, upsala, schwarz und ein gelber Punkt als oder an den Kiemendeckeln. Finde ich sehr cool, gerade wenn man nachts angelt. Dunkle Gummiköder oder auch generell dunkle Köder, wenn man auf Zander angelt. Finde sehr, sehr gut. Laufen sehr gut, funktioniert extrem gut und ja, finde ich cool. Macht auf jeden Fall was her, freue ich mich sehr drüber. Werde ich diese Saison hier in Nienburg an der Weser ausprobieren und mal gucken, ob ich hier irgendwie so ein paar Stellen finde, wo so ein bisschen ja, Übergangsspundwand, Steinpackung oder so einen kleinen Mini-Buhnen irgendwo sind in der Nähe von Nienburg an der Weser. Wenn ihr da was kennt, schreibt es schon gerne unten in die Kommentare und wenn ihr Bock habt oder Zeit und Lust habt, schreibt mich auch gerne an, komme ich gerne mal mit. So, dann haben wir jetzt noch drei Hardbaits hier drin, was ich sehr, sehr, sehr geil finde und wir starten mit Westin, dem P10SR oder P10SR. Erinnert oder ist die Weiterentwicklung vom Platypus ein sehr geiler Hardbait von Westin, muss ich sagen. Bei mir Floating 10 cm mit 15 Gramm in der Farbe Floating Gold Rush. Hole ich gleich nochmal raus. Der Platypus, sehr, sehr guter Köder. Ich hatte den letztens in einer anderen Farbe, in einer anderen Better Fishing Box. Ich weiß gar nicht mehr, wo er drin war. Oktober oder November hatte ich schon mal den ähnlichen, aber in einer coolen Farbe. Und die hier ist auch geil. Also etwas Natürlicheres, würde ich jetzt mal sagen. Da kommst du raus. So. Da haben wir einmal. Ja, Rasseln. Hochfrequentere Rasseln. Hier unten einen roten, schrägstrich orangenen Bauch. Ein bisschen als Aggressionspunkt. Schöne goldene Folie, die bei Sonnenlicht extrem gut aufblitzen dürfte und dann halt den einen oder anderen Räuber sehr aggressiv oder wenigstens mal neugierig machen dürfte. 1 bis 2 Meter Lauftiefe stand hier auf der Tauchschaufel drauf. Hier oben nochmal so ein kleines Schuppenmuster als Dekor. Ja, finde ich ganz nice, muss ich sagen. Hat was. Die laufen sehr gut. Ich mag die sehr gerne und auch den Platypus mochte ich schon sehr. Den originalen Platypus, der hatte auf der Tauchschaufel hier vorne 2 Ösen angebracht. Das hat so ein bisschen das Laufverhalten und die Lauftiefe beeinflusst. Den fand ich sehr geil, fand ich immer einen schönen Köder, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, den zu fischen. Ich habe die auch noch irgendwo, aber bei der ganzen Menge und Fülle an Ködern, die hier bei mir zu Hause rumfliegen, boah, da geht auch mal ein bisschen was verloren, beziehungsweise einfach rutscht runter vom Radar und muss ich mal wieder einpacken. So, dann haben wir einen ganz, ganz kleinen von, wie hießen sie denn gern? Goldie Lures, genau, Goldie, und zwar ist das der Kingfisher 3,5 cm, 2,1 Gramm, Shallow Diving, Farbe ist MV und Sinking Depth up to 1,6 Meter. Ein sehr geiler, kleiner Hardbait, perfekt für Forelle und so weiter. Auch das Dekor ist ja so ein bisschen, ja, ich würde sagen, ja, irgendwas zwischen so einem kleinen bisschen Schwarzbarsch und auch, ja, was Salmonidenmäßiges, könnte ich jetzt mal sagen. So von den Punkten her könnte man das so ein bisschen reininterpretieren. Sehr geiler kleiner Köder. Ich lasse ihn jetzt mal drin, denn ich habe einfach Angst, dass der jetzt hier verloren geht. Und cool, sehr geil. Mag ich. So, und jetzt kommen wir zu einem Köder. Da hätte ich nie damit gerechnet, dass der auch noch in der Box liegt. Ich feiere es total, weil der Köder, glaube ich, muss lügen, 20, 24, 22 Euro oder sowas kostet. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Die Preise nicht immer im Kopf. Wir haben von Nace den MDMX drin, Lauftiefe 0,5 bis 1 Meter, Suspending
80 mm, Gewicht 6,3 Gramm in der Farbe S06. Alter, wie geil ist denn das bitte? Ich muss den gleich rausholen. Also ich hätte es gedacht, dass der vielleicht in der Weihnachtsbox landet. Weil die ja ein bisschen teurer war. UVP 99 Euro. Aber das jetzt hier drin in der normalen Januarbox der Nace MDMX landet. Rasseln hat er. Okay. Hätte ich jetzt schöner gefunden, wenn er leise gewesen wäre. Aber gut, das ist Geschmackssache. Und hier sieht man einmal, was für ein geiler Köder. Ich feiere dieses Nace-Design total, muss ich sagen. Also einfach auch diese Kantenrillen hier drin. Die Verarbeitung macht einen extrem guten Eindruck. Sehr, sehr, sehr scharfe Haken mit dabei. Lauftiefe steht leider nicht mit auf dem Köder drauf, oder? Nee, schade. Das könnte man vielleicht nochmal so ein bisschen anpassen. Oder steht es da oben? Uiuiui, meine Augen werden auch langsam schlechter. Über 40 geht es bergab, habe ich gehört. So, da ist er einmal. Was für ein schöner Hardbait. Also sehr geil. Ich bin schon sehr gespannt, wie der läuft. Habt ihr mit dem schon mal gefischt? Der eine oder andere hat sich doch bestimmt schon so ein paar Nace Hardbaits gekauft. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wie der Köder läuft und wie er liefert. Also ich denke mal, liefern wird er sehr gut. Drilling muss man mal gucken von der Stabilität. Aber ich denke mal, da wird sich Dustin und das Team nicht lumpen lassen. Die haben da vernünftige Drillinge angebaut. Steht da irgendwas mit drauf? Teflon Coated Hooks, Nace Rips, Pro Tackle Eyes, bleifrei. Ja, sehr geil. Also das ist auf jeden Fall richtig, richtig geil. Dazu noch einen Glückskeks, den machen wir auch gleich noch. Mal gucken, was wir da für einen Spruch drin haben. Dann Choose Your Weapon, Better Fishing Box Aufkleber. Und an dem Weihnachtsmann, wusstest du schon, dass die Jungs von Better Fishing Box doch endlich einen Adventskalender rausbringen? Da du ja auch gerne angelst, solltest du dir auf jeden Fall einen auf betterfishing.de sichern. Genau, hatte ich auch schon gesehen, die verkaufen jetzt schon den Weihnachtskalender für nächstes Jahr. Es gibt außerdem noch eine Better Fishing Xmas Box. Also ich denke, das Weihnachtsgeschäft, beziehungsweise Weihnachtsgeschäft, das Weihnachtsvideo-Business ist bei mir auf jeden Fall gesichert. So, dann Westin P10 SR 10 cm 15 Gramm schwimmend. Goldie Kingfisher, kleiner Wobbler für Forelle, Döbel, Aaland und Barsch. Westin Bull Tease Curltail, so heißt der Kollege. 21 cm mit 49 Gramm. Dann haben wir den Networm Curl, den Lurjunks Finisher in 5 Inch, Maps Spinner, Jigköpfe, das Evia Rollenöl, ob Schonzeit, Eis oder einfach nur ekliges Wetter, der Winter kann einem das Angeln manchmal ziemlich vermiesen. Nutzt die fischarme Zeit also am besten für ein bisschen Wellness, macht euch ein paar Kerzen an, legt etwas George Michael auf, ölt eure Lieblinge mal großzügig ein. Wer von euch bei Better Fishing Box feiert denn jetzt hier bitte George Michael? Bitte einmal melden. Dann den Select Kraken 1,8 Inch und der Nace. Lang ersehnt und jetzt endlich verfügbar der nagelneue Nace MDMX Twitchbait. Dieser Köder passt perfekt für die winterliche Barschangelei mit Hardbaits. Durch sein magnetisches Weitwurfsystem fliegt er besonders weit, läuft getwitcht extrem verführerisch und schwebt dann auf der Stelle, um auch trägere Fische zum Biss zu überreden. Kann man mal so machen. Inhalt im Wert von 78 Euro UVP der Hersteller. Wahnsinn. Also ich muss sagen, ein Auftakt nach Maß kann man definitiv so stehen lassen. Und dann gucken wir mal, was wir hier in Spruch haben. Im Glückskeks. Es lohnt sich, einen flüchtigen Gedanken zu verfolgen. Ja, durchaus kann man das mal machen. Eure Meinung bitte unten in die Kommentare zu dieser wirklich, wie ich finde, sehr guten und gelungenen Box. Schöner Jahresauftakt bei Better Fishing. Darf gern so weitergehen. Hat auf jeden Fall für 2023 die Erwartungshaltung ein bisschen nach oben geschraubt. Jungens und Mädels. Und da würde ich sagen, bin ich erstmal raus. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir sehen uns zum nächsten Video. Macht's erstmal gut. Bis dahin, euer Toni.